Grüß euch. Die letzten Tage habe ich mich mit der gemeinsamen Agrarpolitik beschäftigt. Was ist die GAP? Die GAP ist der größte Posten im gemeinsamen EU-Budget. Jetzt einmal für Laien. Das ist, als wir die ganzen Staaten wohnen in einer Wohngemeinschaft zusammen, die sich Europäische Union nennt. Und jeder gibt für die, keine Ahnung, 1800 Euro, die er netto im Monat kriegt, 4 Euro in diese Gemeinschaftskasse. Und nach 5 Jahren wird entschieden, was mit diesem gemeinsamen Geld nachher passiert. Auf was will ich hinaus? Gemessen an der gesamten Wirtschaftsleistung von der EU sind diese Agrarförderungen höchstens 1% von dem, was an Geld in der EU umgesetzt wird. Und seit dem letzten grandiosen Auftritt von unserem Bundeskanzler wissen wir, dass 1 Milliarde ja eh wurscht ist. Zurück zur GAP. Gemeinsame Agrarpolitik, die wird jetzt überall beworben von unserer Landwirtschaftsministerin, der Eli, vom Bauernbundpräsident, von, keine Ahnung, ich überlege gerade, Bauernbund gibt es nämlich so einen Haufen Posten. Ich glaube, wenn da einer Neig dazukommt und es gibt keinen Posten, wird dann auch gemacht für ihn, oder? Ist ja wurscht. Ich kreide da jetzt an, dass diese gemeinsame Agrarpolitik als der große Wurf bezeichnet wird, dass das irgendwas Gutes war. Es wird sogar gesagt, naja, wir hätten sogar viel weniger gekriegt, aber jetzt haben wir 71 oder 73 Millionen Euro pro Jahr noch mehr ausgeschlagen. Eli, das deckt nicht einmal die Inflation ab seit der letzten Periode. Das ist nicht mehr, das ist weniger. Als nächstes muss ich jetzt auch viel Laien verständlich machen, erste und zweite Säule bei den Agrarsubventionen. Wir haben also eine erste, eine zweite Säule. Und in die erste Säule, da sind diese bösen, miesen, fiesen, flächenbezogenen Förderungen drin. Das heißt, wenn du irgendwo eine Fläche hast, wenn du Großgrundbesitzer bist, nachher verdienst du mit der Fläche Geld. Nicht nur über die Bucht oder über, keine Ahnung, das Zwischenparken von Geld von einem Superreichen, sondern auch über Subvention. Das heißt, das Geld, was jetzt die ganzen Großen kriegen und wo vor allem im Osten bei den großen Ackerbaubetrieben sehr viel Korruption und Schindluder getrieben wird, das Geld, das kommt nicht zu den Bauern. Das geht da nicht hin. In der ersten Säule sind unter anderem Maßnahmen, die einkommenswirksam sein sollen. Das heißt, wir können nicht zu Weltmarktpreisen produzieren, weil die Erntehöfer in Argentinien, die brauchen zum Beispiel keine Medikamente oder keine Zaunbürstel oder kein Dach über dem Kopf oder Hygienemittel oder so, die sind deswegen billiger. Wir müssen unsere leider futtern und müssen ihnen auch Heisel geben und so weiter und so fort und deswegen sind wir teurer. Aber die Differenz davon ist also quasi, um auf dem globalen Markt mitwirken zu können, ist also da vom Steuerzahler subventioniert worden. Das ist jetzt eigentlich eine nette Geschichte, die schon lang gelogen ist, weil wenn das wirklich wie soll man sagen, ein Aufdoppeln von richtig beschissene Erzeugerpreise ist, damit wir am globalen Markt mitmischen können, dann müsste das inflationsangeglichen sein. Ist es aber nicht. Zurück zum Thema, erste Säule darf einkommenswirksam sein. Das heißt, in der ersten Säule, das ist das, was der Bauer wirklich kriegt, mit dem er arbeiten kann und wo er sich nachher einen fetten Traktor kaufen kann oder Millionen Euro Milchviehstall bauen kann oder Flusskrebszucht, keine Ahnung, überspitzt gesagt. In der zweiten Säule sind zum Beispiel Umweltmaßnahmen drin. Die dürfen laut EU-Recht nicht einkommenswirksam sein. Ich wiederhole, die dürfen nicht einkommenswirksam sein. Was heißt das? Das heißt, dass die Gesellschaft will, dass der Bauer irgendwo einen Blühstreifen für Insekten stehen lässt. Dann sagt der Bauer, puh, die Situation ist eh so angespannt. Ich brauche an jedem Quadratmeter, dass ich Getreide oder Obst oder Futtermittel anbauen kann, weil sonst muss ich zuspüren. Also sagt die EU, naja, beziehungsweise die Gesellschaft, naja, dann tun wir halt so, du baust einen Blühstreifen an, damit sorgst du für was der Natur hilft und du kriegst dafür Steuergeld als Ersatz für das, was da entgeht und so nach dem Motto als Absolution für alle, die keinen Blühstreifen anbauen können, dass sie auch ein gutes Gefühl haben, dass sie der Umwelt helfen. Ein anderes Beispiel ist, was weiß ich, das sind Begrünungen und so Sachen. Was aber ein großes Thema ist, ist,
dass diese erste Säule, die einkommenswirksam ist, die ist gekürzt worden. Wer hustet denn da? Diese erste Säule ist gekürzt worden. Das bedeutet, früher hat es pro Hektar, ich glaube, 288 Euro gerade ausgegeben. Jetzt gibt es 208 Euro für die ersten 20 Hektar. Nachher, ich glaube, bis 30 Hektar 47 und nachher nur mehr 23 Euro. Das heißt, in der ersten Säule sind tatsächlich die Großbetriebe, die Riesenbetriebe, die sind da wirklich gekappt worden. Da kriegt man maximal 100.000 Euro. Zum Vergleich, wir haben jetzt schon einen sehr, sehr großen Betrieb und wir kriegen aus dieser ersten Säule jetzt voraussichtlich 7.900 Euro. Also ich bin begeistert, ich muss einmal schauen, wo diese Ackerbaubetriebe sind oder so, die da die Millionen von Hektar in Österreich haben. Aber das ist ein anderes Thema. Diese erste Säule wurde gekürzt. Es wurde also effektiv Einkommen der Bauernschaft gekürzt. Wir haben seit 1995 beschissene Preise für unsere Erzeugnisse. Diese Subventionen haben das ein bisschen gedämpft. Die sind jetzt aber auch gekürzt worden. Dafür muss man halt, und das ist jetzt das Argument, das, was jetzt in der ersten Säule, das heißt, wo man weniger Geld kriegt, kann man über die zweite Säule kompensieren. Das ist ein Schwachsinn. Diese zweite Säule, die deckt nur Aufwände ab. Das heißt, ich kriege zum Beispiel für eine Zwischenbegrünung am Acker 120 Euro pro Hektar Förderung. Wer aber rechnet, das sind leider die wenigsten in der Bauernschaft, der weiß, dass mit Weißklee so eine Begrünung 132 Euro am Hektar kostet. Das heißt, da habe ich sogar ein Defizit, wenn ich eine Umweltmaßnahme erfülle. Was ich damit sagen will, ist, dass jeder Politiker, der sich jetzt hinstellt und ernsthaft sagt, naja, das, was wir euch in der ersten Säule wegzwicken, das müsst ihr halt mit Umweltmaßnahmen wieder kompensieren, das geht nicht. Wir haben keinen Gewinn durch die zweite Säule. Und wenn ich alles mache, wenn ich nur mehr Blühstreifen aussetze und so weiter und so fort, ich habe viel mehr Aufwand, mir wird aber nur der Mehraufwand zahlt. Ich habe nichts davon. Kein Bauer hat was davon, dass er 100% Förderung für was kriegt, was er und am Schluss 120% kostet. Und das verkauft ihr als Erfolg. Ist traurig ist noch, dann gibt es genug so eine Rindviecher, die bei uns Nationalratsabgeordnete sind und die sagen, naja, für meinen Betrieb habe ich mir das durchgerechnet, bei mir geht es aus. Geht sie bei mir aus, wenn ich einen 15er Netto im Monat einfahre? Dann schaue ich auch, dass ich meinen Post im Nationalrat gehalte und nicht, dass ich die Bauern einmal ehrlich sage, ja, haben wir verschissen, die Lobbys vor der Industrie waren stärker. Industrie war stärker? Was ist denn mit dem Precision Farming? Precision Farming, ich erinnere, ich habe irgendwo einen Traktor, der hat hinten, sagen wir nicht Unkrautspritzen, ist wieder gemein, eine Sämaschine für Mais. Und mit dem Traktor kann ich jetzt überspitzt gesagt quer dreimal über den Acker fahren und die Sämaschine setzt nur satellitengesteuert dort einen Korn ein, wo noch keines ist. So heißt es, wenn ich eine Spur habe und ich kreuze die zweite Spur, wird genau bei der Kreuzung wird keine Saat abgelegt. Anders ist es als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo eine Düngung vollführe. Ich habe jetzt einen Miststreuer dabei. Ich weiß, der hat eine Arbeitsbreite von 12 Metern. Dann sagt mir dieses Precision Farming, wenn ich es auf meinen Traktor installiert habe und wenn ich die ganzen Softwarelizenzen und so habe, wie ich fahren muss oder fährt vielleicht sogar für mich selber. Das ist voll geil. Im Flachen, im Berggebiet, und 70% der österreichischen Landwirtschaft kriegen Ausgleichszulage, Erschwerniszulage, weil da so steuer ist, dass du kein Fußballmatch machen kannst. Da funktioniert die meiste Technik nicht. Und da bin ich zufällig Experte, das weiß ich. Und ich bin demjenigen dankbar, der mir die Unterlagen zukommen lassen hat zu genau diesem Modul, wo nämlich explizit drinsteht, welche Software das dann kaufen ist, welche Hardware das dann kaufen ist. Und selbst wenn ich mir das kaufe, und 100% davon gefördert kriege. Ich weiß nicht einmal, wie ich das bei meinem 30 Jahre alten Traktor installieren soll. Wurscht, das Geld ist in dem Moment in der Wirtschaft. Das Thema haben wir schon, das haben wir seit Jahrzehnten. Vor 30 Jahren hat der Motormäher einen Scheiß, was kostet. Heute, wenn ich mir einen Motormäher kaufe, einen hellblauen, ihr wisst, welche Marken das ich mache, der 2 Meter Arbeitsbreiten hat, dann kostet mir der Kiebel 30.000 Euro. Und wenn ich jetzt einen Vertreter anrufe, kommt der vorbei, der hat ein scheiß Auto, sagt, du pass auf, 30.000 Euro, aber der kostet dich nur 20, weil du kriegst eher super Förderung, du hast so einen Haufen Erschwernispunkte. Das wickeln wir alles mir für die Shop.
Der Bauer freut sich, weil er so viel billiger ist und trotzdem hat er was, was er nicht braucht. Das Scheißding kostet dann nicht mehr 20.000 Euro und kann nur mahnen oder wenden oder mit Baggeraufsatz kann es auch low haben, keine Ahnung. Tatsache ist, die Unternehmen sind da halt leider ein bisschen gescheiter und haben halt auch leider durch einen 8-Stunden-Tag ein bisschen mehr Zeit, dass sie sich über sowas Gedanken machen können, dass sie diese Förderungen lukrieren können. Selbe Geschichte ist, Digitalisierung, schnelles Internet. A1 hat, ich glaube, im 20er-Jahr, könnt ihr alle nachschauen, www.transparenzdatenbank.at, dort die Telekom Agrargelder in Millionenhöhe kassiert. Und das Argument von ein paar aufstrebende und hundertprozentig bezahlte Bauernbindler ist in sozialen Medien, naja, der Bauer hat ja auch was vom Internet, also können wir es auch da rausnehmen. Ja, deswegen hätte ich gerne jetzt zum Beispiel ein paar Milliarden aus dem Sozialbereich und aus dem Krankenhausbereich, weil immerhin erzeugen wir gesunde Lebensmittel, das macht die Leute nicht krank, also steht das Geld uns zu. Super Argumentation, oder? Jeder Politiker da draußen, und egal ob schwarz, ob grün oder sonst irgendeine Sesselpickerfarbe, es verdammten Lümmel, hört auf damit, dass ihr diese aktuelle Agrarpolitik als Erfolg verkauft. Es ist, als wenn ihr selber hingeht und die scheiß Stalltieren zusperrt, auf dass sie nie mehr aufgemacht wird. Aber selber einen Betrieb haben, Nationalratsabgeordneten Gehalt kassieren, damit man nachher den hinigen Nachbarbetrieb aufkaufen kann, weil es auch eins wisst. Ein hohes Einkommen, die viele Kohle, die ihr habt, die bringt euch nichts. Das werden wir noch erleben, dass das Geld nichts wert ist. Und dann ist nur das was wert, was man hat, Grund und Boden als Anlageform. Und entweder seid ihr Verbrecher, um keine Klagen zu bekommen, ich unterstelle keinen, dass er Verbrecher ist. Entweder seid ihr mutmaßliche Verbrecher, die mit Absicht die Leute, die ihr vertreten solltet, in den Ruin treiben, damit sie das kriegt, was sie haben. Oder ihr seid einfach nur mutmaßlich dumm und blöd. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich möchte aber auch nicht mit etwas Negativem aufhören. Man muss immer positive Sachen hervorheben. Sehr positiv ist zum Beispiel mein eigener Hut, ist der nicht super? Was noch positiv ist, ist, dass, ich glaube, es hört sich schon auf, mir fällt noch was ein, dass zumindest bis jetzt der Bundeskanzler nicht aus den Agrarbudgets eine Impflotterie zahlt, sondern die Milliarde irgendwo anders hergenommen hat. An dieser Stelle, danke, Herr Nehammer, super, schleicht's euch. Danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, pfiat euch.